Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mich eingeschaltet habt. Ich bin der Jan und habe heute ein neues Kochvideo für euch vorbereitet. Ich mache heute Bulgur mit Tzatziki. Das ist eine vegetarische Mahlzeit, kann man auch mit Fleisch kombinieren. Wir fangen direkt mit dem Bulgur an und machen danach das Tzatziki. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Die Zutaten sind 500 Gramm Bulgur, 4 Tomaten, 2 mittlere Zwiebeln, eine halbe Zucchini-Kerne habe ich schon rausgenommen, 2 rote Paprika, ca. 60 Gramm Tomatenmark, etwas Gemüsebrühe, 60 Gramm Butter, 1 Liter warmes Wasser, 2 Zehen Knoblauch, jeweils einen halben Teelöffel vom Chili und vom Pfeffer und jeweils einen Teelöffel Salz, Thymian und Oregano und süßes Paprikapulver und etwas Olivenöl zum Anbraten. So, die Pfanne ist jetzt schon vorgeheizt. Dann tun wir jetzt das Olivenöl rein. Die Butter. So, das brennt jetzt an. Ich habe jetzt höchste Stufe eingestellt und wenn die Zwiebeln anfangen so glasig zu werden, dann kommen die Paprika dazu. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Zucchini und die Tomaten klein schneiden. So, jetzt nimmt die Zwiebeln Farbe an, rein mit der Paprika. Thank you.
Dann gebe ich schon mal etwas von den Zucchini dabei. Damit das etwas anrösten kann. Ich habe immer noch höchste Stufe, damit die Hitze hier sich gut verteilen kann. Dann kommt das Tomatenmark. Die Brühe. Das riecht schon mal richtig lecker. So, ich packe jetzt schon die Gewürze dazu. Bei dem Knoblauch habe ich immer so ein bisschen Bedenken, dass der anbrät, deshalb tue ich den Knoblauch immer später dabei. Aber ich kann jetzt ruhig alles dazugeben. Das hat den Vorteil, dass wenn die Gewürze anbraten, die ihr Aroma auch wunderbar verteilen können. So, jetzt muss ich auch gleich noch die Tomaten und die restlichen Zucchini und restlichen Tomaten dazugeben. Ich habe immer noch höchste Stufe. Ich drehe jetzt mal von 12 auf 10 zurück. So. So, die Tomaten noch schneide ich eben schnell zurecht. Also dieses Anbraten bei der Menge dauert so in etwa ja, so 7-8 Minuten, da die Menge doch relativ groß ist. Man kann auch die halbe Menge nehmen, aber das reicht so für 6-7 Portionen. Jetzt kommt der Bulgur. Also ihr könnt jeden handelsüblichen Bulgur nehmen. Ich habe den hier jetzt genommen, das sind 500 Gramm. Den geben wir jetzt direkt dazu, der kann dann etwas anschwitzen und danach kommt die Flüssigkeit dazu.
So. Verteilt das dann so. Dieser Bulgur, der zieht jetzt die Flüssigkeit, deshalb wird das jetzt eher so eine trockenere Angelegenheit, aber gleich kommt die Flüssigkeit dazu. So, ich habe jetzt alles gut vermengt miteinander und jetzt werde ich auch die Herdplatte weiter zurückdrehen, sagen wir mal so auf mittlere Stufe, und dann muss das alles mit dem Deckel geschlossen ziehen. So, ich habe das jetzt so circa 10 Minuten köcheln lassen und mit geschlossenem Deckel, und jetzt schauen wir mal nach, ob das soweit ist. Ja, ist fertig. Ja, Bulgur ist fertig, so können wir das dann servieren. So, den Bulgur haben wir fertig. Dann kommen wir jetzt zum Tzatziki. Das Rezept ist denkbar einfach. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. Ich habe hier 500 Gramm Joghurt. Speisequark, von den 500 Gramm nehme ich etwa die Hälfte. Eine Gurke, da werden wir auch nur die Hälfte benutzen. Petersilie, Arganöl, Olivenöl, Dill, Salz und etwas Knoblauch. Fangen wir direkt an. Ich tue den Joghurt jetzt hier in die Schüssel. Mit den Würzen müsst ihr dann später auch mal das ein bisschen ausprobieren, schauen, ob das dann genug ist. Kann man ja auch noch ein bisschen nachsalzen. So. Etwa die Hälfte vom Quark. Dann tun wir das direkt vermixen.
So. Gewürz kann man auch schon mal dazu tun. Kann sich das schön miteinander vermengen. Dann das Öl dazu. Da ich hier den Quark aus der Mara-Stufe genommen habe, ist das auch nicht so eine absolut fettige Angelegenheit. Das hält sich also in Grenzen. So, und wenn das jetzt gut vermixt ist, dann kommt die Gurke dazu. Also ich nehme davon jetzt etwa die Hälfte. Kann man also jetzt so wunderbar hier so klein schneiden. So, das reicht. Durchschlagen und zum Abschluss füge ich dann noch etwas Petersilie, frische Kräuter aus dem Garten dazu und dann ist der Tzatziki fertig. Ich finde also, das passt dann zu dem Bulgur wunderbar dazu. So, fertig. Und dann zum Garnieren noch etwas Petersilie obendrauf. So, jetzt können wir es anrichten. Moment. Ich mache das immer so rum. So, und ein bisschen Tzatziki dazu. So. Guten Appetit! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr es nachkochen wollt, viel Spaß beim Nachkochen und beim Essen. Das Rezept ist eigentlich wirklich eine Empfehlung, weil es relativ einfach ist und wirklich richtig gut schmeckt und eigentlich ein super Rezept ist, finde ich jetzt persönlich. Ja, über einen Daumen von euch hoch würde ich mich super freuen. Das Rezept habe ich euch unten nochmal im Video reingeschrieben. Und wenn ihr noch Kommentare habt, gerne. Ich beantworte auch Fragen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jan.